Wenn Weihnachten naht, dekorieren wir unsere Wohnungen gern mit glitzernden Metallstreifen. Lametta kann aber auch ganz anders eingesetzt werden. Schrill, kreativ, witzig kombiniert. Das zeigt eine Werkschau am Steghof in Naturns. Renommierte Künstler stellen 4 Tage lang ihre Objekte zusammen mit weniger bekannten Kunsthandwerkern aus. Eine spannende Begegnung. Werke von arrivierten Zeitgenossen wie Jörg Hofer oder Ivo Malknecht hängen normalerweise in berühmten Kunsttempeln. Im gotischen Gemäuer des Steghofs verschmelzen sie mit Gebrauchsgegenständen. Es sind haptische Miniaturen, wie sie beispielsweise die Grafikerin Liane Stadler fertigt, oder eben handfeste Utensilien aus Marmor. Sturen eignet sich auf jeden Fall auch. Je größer es wird, umso schwerer ist es natürlich von dem Markt wegzubringen. Deswegen habe ich auch an kleine Objekte gedacht, die man einstecken kann, die man mitnehmen kann, weil keiner wird sich ein großes Objekt mitnehmen, weil es einfach zu schwer ist, weil Sturen einfach eine gewisse Masse hat. Schrilles, schräges, amüsantes. In den alten Stuben des ehemaligen Wirtshauses stapelt sich so allerhand. August Holzner macht seinem Namen alle Ehre. Er veredelt heimisches Gehölz, das viel mannigfaltiger ist, als so mancher meinen möchte. Ich bin halt ein leidenschaftlicher Holznarr, der sich sozusagen mit verschiedenen Hölzern, die da vorkommen, ein bisschen auseinandersetzt und will sie in dem diese Drachsel halt ein bisschen zur Geltung bringen und für sich sprechen lassen. Die eben bei uns da im Allgemeinen gesehen vernachlässigt worden sein. Nicht? Immer wieder glitzert das Lametta. Die Galeristin Margit Wolf hatte lange das Restaurant und die Galerie am Steghof geführt. Nun nimmt sie alte Traditionen wieder auf, mit verändertem Hintergrund und begrenztem Zeitrahmen. Das Mischen zwischen guter Kunst und gutem Kunsthandwerk, das ist schon ein Anliegen, muss ich sagen. Und wenn ich in diesem Haus, wo ich früher gearbeitet habe, das zu vereinen, das finde ich eine ganz schöne Sache. Und das macht richtig Spaß. Wenngleich die eigentümliche Werkeschau nichts mit einem herkömmlichen Weihnachtsmarkt zu tun hat, die vorweihnachtliche Kauffreudigkeit ist sehr wohl willkommen. Jeder ist ja auf der Suche vor Weihnachten. Irgendwie will jeder was Besonderes. Und hier mit Lametta hoffen wir, dass wir auch was Gutes anbieten. Ich glaube, es ist ganz ein interessanter Kreis. Leckerbissen aus dem Finchgau oder Qualitätsöl aus Kalabrien runden das bunte Angebot ab. Kulinarisch verwöhnt sollen auch die Besucher werden. Lametta ist eben schillernd. Der Kunstmarkt am Steghof in Naturns ist bis Sonntag um 22 Uhr.